Willkommen zu unserer total verrückten Rallye im Jahr 54 und ich bin der Jaro 85 vom Knalltüten Gaming. Wir reisen immer noch nach Riga, haben nur noch Nägel und Karten blockieren, was wir jetzt benutzen könnten. Oder schwürfeln wir einfach mal ganz geschickt eine 4 und 10 auf 7000 Geld. Kilamenti nimmt zwei Felder und gewinnt das Ding locker flockig und mit einem Grinsen. Super, das war die Etappe 201. Einen wunderschönen guten Tag. Los Leute, diesmal jetzt nach San Marino, der Hauptstadt von San Marino. Los, 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 worauf wartet ihr? Ab geht's! Und jetzt geht's nach San Marino. Schnuppe legt vor, hat 13 Felder vor sich. Und landet erstmal in Salzburg. Flöhe 80 mit 20 Feldern vor sich, mit einer 6. Im Januar mit 18 Feldern bekommt Geld und gibt ab an Edgar. Edgar Ente. Eine 6. Will Dr. Drago loswerden, deswegen hat er auch keinen Plus gemacht bei seinen Feldern. Sieht bei Knall sicherlich anders aus. Genau, er braucht nur noch 7 Felder bis nach San Marino. Tüte. Eine 4. Muss die Karte ablegen, Tüte. Ein Feld weg. Gold ran. So. Wir sind dran. Mit 22 Feldern. Und eine 2. Na toll. Egal. Wir nehmen 11.000 mit. Und die Kilamenti braucht 30 Felder. Ist ein Stückchen weiter. Zum Glück. Sind wir nicht der weitesten weg. So. Schnube. Mit Dr. Drago. Eine 4. Dr. Drago, ist er los und ist in Ljubljana. Erdbeben macht Floy. Und es erwischt alles. Lady 07. Also zumindest sieht so aus, wenn sie es überhaupt erwischt hat. Ist ja kein Kreuz davor. Drüber. Lady sammelt 11.000 Geld ein. Eine 1 für Elfrieder. Karte weg. Nägel weg. Zwei Walzen. Ran. Und knallen mit Dr. Drago und 7 Feldern bis zum Ziel. Brauche jetzt nur noch 3 Felder. Hat bestimmt eine 3 Felder Karte, so wie ich Knall kenne. 5 für die Tüte. Damit ist der Februar auch Geschichte. Wir sind auf Platz 1 mit 55 Millionen, auf Platz 2 Floy 89 mit 21,8 Millionen und auf Platz 3 die Kilamenti mit 21,3 Millionen. Gegen wurde grün. Wir würfeln eine 1. Und ziehen eine 3-Felder-Karte. Kilamenti mit 27 Feldern. Und einer 4. Muss die Karte ablegen. Nägel weg. Nessie ran. Na, ob das so dolle war. Schnuppe und Dr. Drago. Wird ihn los und ist noch 2 Felder vom Ziel entfernt. Kredit weg, 6 Felder ran, ist, wenn ihr es richtig gesehen habt, gewinnt Schnuppe die Etappe, wenn alles gut geht. Eine 6. 4 Walzen für Floy 89. Lady 07 würfelt eine 2, sammelt sich 23.000 ein und grenzt in die Kamera. Ellie Ente nimmt 2 Walzen für 9 Felder und würfelt nur eine 3. Ja, das ist ja niedlich. Nach Ljubljana. Knall wird Dr. Drago halbwegs los. Hat aber keine 3-Felder-Karte. Wirft ohne 6. Das ist zu viel. Des Guten. Aber ich denke einfach mal, dass der Schnube dann seine 2-Felder-Karte nimmt und gewinnt. Aber erstmal ist Tüte dran, der in Wien gestrandet ist. Und jetzt sehen wir mal weiter. Wir sind 19 Felder entfernt. Müssen wir weit genug von Kilamenti weg sein. Kilamenti. Nee, guck mal, überall auf ein rotes Feld. Zack, wir nehmen 34.000 mit. Kilamenti, 25 Felder. Okay. Sie scheint aber Dr. Drago gleich zu bekommen. Und Schnuppe nimmt natürlich die 2 Felder, wie schon erwartet. Und gewinnt freudestrahlend.
in San Marino. Das war die Etappe 202. Hallihallihallo, diesmal jetzt nach Sofia, der Hauptstadt von Bulgarien. Und auf die Plätze, fertig, los! Tja, und schon reisen wir wieder zur Sofia. Nach Sofia in Bulgarien, da waren wir ja erst. Und Floy würfelt eine 15. Vielleicht hat sie einen Trick, ja, sieht schon so aus. Sie hat einen Trick und gewinnt direkt. Clever gelöst. Winkt mit ihren roten Haaren in die Kamera, verschmitztes Lächeln und freut sich über den Sieg von Etappe 203. Hallihallo! Und jetzt ab nach Moskau, der Hauptstadt von Russland. Was denn? Ihr seid ja immer noch hier. Los geht's! Tja, dann geht's jetzt nach Russland. Nach Moskau, um genau zu sein. Das zweite Mal, dass das unser Ziel ist. Und Lady sammelt erstmal 33.000 ein, bevor sie an Elfriede Ente abgibt. Knall. Nimmt die Tschüsskarte auf Killer Mandy. Weil Killer Mandy wahrscheinlich so nah dran war. Tüte. Würfelt eine 6. Bei 20 Feldern noch offen. Sehr hübsch. Tüte. 29.000 Einnahmen. Hier sieht erstmal alles weitgehend unverändert aus. Auf den ersten Blick. Und wir sind 13 Felder entfernt. Ende 2, fahren wir wieder zurück. Wir müssen eine Karte ablegen, dann können wir die Nägel weglegen und die 5 Felder ran. Auch mal nicht schlecht, solche Kleinkarten übrig zu haben. Und Dr. Drago mit Killer Mandy im Gepäck zieht ab. 42.000 Einnahmen und 49.000 Verlust. Schnupe. Jeweils 30.000. Was ist mit jeweils? Mit 30.000. Flori 89 mit einer 1. 49.000 verloren. Und Liddy mit 7. Fahren wir 15 Felder, würfelt eine 3. Und kommt auch auf ein rotes Feld. Verliert 56.000. Und heult keinen Cent hinterher. Erhard Ente. Landet mal wieder in Budapest. Und gibt ab an Knall mit seinen lockeren 29.000 offenen Feldern. Ne, es waren nur 29 Felder, nicht 29.000. Das war wie viel. Tüte. Bekommt die Tüte. Und damit ist der Mai auch schon vorbei. Das war ein schöner Reim. Das ist fein. So, 11 Felder für uns noch. Mit einer 2 geht's auf ein rotes Feld. 42.000 verloren. Ich gucke, die Felder sollten sie langsam mal erhöhen. Wenn es überhaupt erhöht wird. Killer Mandy ist noch 4 Felder entfernt. Oh. Verliert zwar Unmengen an Geld, aber erstens ist es Killer Mandy und zweitens ist er eh gleich da. Eine 6 für Schnupe. Weihnachtskarte bekommt Schnupe im Juni. Passend. Ein Erdbeben für Floy 89. Die Lidi würfelt riesengroße Zahlen. Mit der 1 kommt sie auf ein Geldfeld. Eberhard Ende mit einer 6. Verkaufen. Knall ist am Pupser der Welt. Und landet in Sarajevo. Dieser Tüte nicht, denn Tüte ist jetzt gleich nur noch 6 Felder entfernt. In Minsk. So, hier hat sich nicht verändert. Wir sind 9 Felder vom Ziel entfernt. Wir dürfen eine 2. Einfach trotzdem andersrum. Wir müssen wieder eine Karte abgeben. Machen wir eine Karte, blockieren, Karte weg. Und Nägel ran. Toll. Kilamenti. Würfelt sie eine 4? Nein, sie würfelt eine 5. Ich muss eine Karte ablegen, mal sehen. Eine Einfeldkarte legt sie weg und bekommt eine Einfeldkarte. Mensch, da hat sie aber Glück gehabt, sie braucht vor allem nur noch ein Feld und legt die Einfeldkarte weg. Glück gehabt, dass sie eine neue gekriegt hat. Da wird die Killer Mandy wahrscheinlich die nächste Runde eigentlich zu 1000% gewinnen. Floy 89. Macht Verlust. Die 7.
einer 3 macht im Gegenzug Gewinn. 54.000. El Habibor Ente. Verliert 14.000. Und knallt damit natürlich Geld. Wie es für einen echten Knall sich eben gehört. Und Tüte ist auch knapp vom Ziel. Aber wird wahrscheinlich die Killer-Menti nicht mehr einholen. Also ich bezweifle es mal ganz stark. Genau, hier ist alles beim Alten geblieben. Wir sind 11 Felder entfernt. Wir können uns aber irgendwo anders hin verkrümeln. Eine 3. Einfach auf dem Kartenfeld. Dann wenn es die Nägel wieder los. Und kriegen wieder eine Kartenblockierung-Karte. Das kann doch nicht wahr sein. Und die Killer-Menti gewinnt. Sie gewinnt, wie sie eben gewinnt. Und zwar Etappe 204. Hallihallo, diesmal geht's nach Monaco, der Hauptstadt von Monaco. Was denn? Ihr seid ja immer noch hier. Los geht's! Okay, ab geht's mal wieder nach Monaco. Schnuppe hat Glück und hat 5 Walzen. Würfelt eine 12 und keine 17, wie er sich wahrscheinlich erträumt hat. Aber trotzdem. 10 Felder nur noch entfernt. Flowey mit Dr. Drago ist 20 Felder entfernt. Zieht das mal nach Bukarest, verliert aber trotzdem durch Dr. Drago noch 49.000. Lady 07. Und 58.000 geschenkt. Ebmorium Ente würfelt eine fette 1. Und irgendwo ist Unwetter mitten an der Grenze. Was da überschwemmt wird. Vor allem, wen es trifft. In Prag war das. In Prag gehört uns das Museum. Es wurde einfach zerstört. Die ganzen Kunstausstellungsobjekte. Alle weg. Aber gut. Müssen die Künstler neue Bilder malen. So, und Tüte dran. Mit noch 31 Felder offen. Und einer fetten 1. Tja. Gibt Gewinn. So, hat uns aber nicht getrübt. Wir sind nach wie vor Erster. Wir sind unaufhaltsam und heizen mit einer 4 davon. Wo geht's denn hin? Nach Warschau? Ne, da kann man auch nicht zahlen. Killer-Menti, wird gemütlich in Moskau Sightseeing gemacht. Aber jetzt abhaut. Und die 1 oder 2 Karte zieht. Stück mit 10 Feldern. Aber einer 2 im Anschlag. Bleibt er bei 10 Feldern. Flowey. Verliert 58.000. Und nochmal 49.000. Sind noch gute 100.000. Lady 07 mit einer 3. In Katowice gibt's nix. Hat gehört alles hier selbst. Ellie Elfrieder. Verliert 50.000. Und knall. Auch noch 10 Felder entfernt übrigens. Würfelt eine 4. Jetzt sind wir 6 Felder entfernt. 1 oder 2 Karte bekommt. Tüte. Noch weiter weg mittlerweile als die Killer-Menti. Ab bloß um ein Feld. So, damit ist der September vorbei. Alles unverändert. Außer dass Knall wahrscheinlich nach oben gekommen ist und Ellie Ende vorletzter ist. Auch nicht schlecht. Wir sind 23 Felder entfernt, würfeln eine 5. Und gucken mal, wo uns das hinbringt. Rotes Feld wollte ich aber jetzt ungern. In Katowice gibt es ja auch nicht. Doch, Katowice können wir mal Litti was klauen. Mal abkaufen. Ja, abkaufen, aber irgendwo müssen wir es ja mal reinsetzen. So, jetzt gehört uns ja alles. Wir nehmen die Weltherrschaft an uns. Und Killer-Menti immerhin die 3. 36.000 Gewinn. Schnuppe. Auf eine 3 im Oktober. Flowey. Und Dr. Drago nicht vergessen. Wird Dr. Drago jetzt los? Muss die Karte ablegen. Hat keine 6 Felderkarte, hat eine Konferenz bekommen und steuerlos hat sie weggeschmissen. Lady mit einer 2. Bekommt Zucker.
Den kannst du dann bei euch jemanden in den Tank schmeißen. Hoffentlich nicht uns. Ellie. Gewinn. Und Knall hat natürlich eine 6-Felder-Karte und kommt glücklich, zufrieden und sicher in Monaco an. Und sieht es an seinem Ausdruck, er grinst und gewinnt Etappe 205. Hallihallihallo, diesmal geht's nach Tunis, der Hauptstadt von Tunesien. Und auf die Plätze, fertig, los! So, dann geht's ab nach Tunis, Tüte, auch mit Tee am Anfang. Und Dr. Drago natürlich, ist aber ziemlich weit entfernt. Er darf immerhin eine neue Karte ziehen. Nägel weg, ein Feld, ran! Alles unverändert, wir sogar mit 57 Millionen. Schön. So. Wir dürfen eine 4. Jetzt reißen wir auch gerne mal auf ein rotes Feld. Verlieren 69.000, aber Hauptsache die Reise nach Tun, es wird spannend. 6 für die Kilomenti. Und die Zahl am Würfel auch. 127.000 kriegt sie noch als Belohnung. Schnuppe nimmt mal schnell für Walzen. Und würfelt eine 15, das ist ja Wahnsinn. Hat doch so einen Umweg. Ist wieder mal in Neapel, kauft sich wieder mal alles. In der Hoffnung, dass diesmal alles stehen bleibt. Naja, wir werden sehen. Und Floy verliert gleich mal 89.000. Einfach mal so zum Fenster rausgeschmissen. Liddy nimmt Gold und kauft sich in Prag alles wieder ein. Stimmt, das ist alles kaputt gegangen. Hat Lydia gutes Geschäft gemacht. Ellie Mohammed Ente bekommt 23.000. Und Knall würfelt. Mit einem Würfel. Eine 6. Ein Feld. Karte. Tüte macht Tschüss auf Schnupe, weil Schnupe wahrscheinlich zu nah dran ist. Und schon ist Schnupe wieder etwas weiter weg. Sehr schön. Zieht die Runde bloß in die Länge, meine Freunde. Wir sind im Dezember angekommen, würfeln eine 3 zum Jahresabschluss. Und landen in Budapest. Dort holen wir uns nichts. Kilometer. Mit einer 4. Verliert 106.000 Geld. Weihnachten macht Schnupe, bekommt 112.000, die einfach so unter dem Weihnachtsbaum liegen. Mensch, so viele Bäume könnte ich gar nicht hinstellen. 16.000 für Floy. Liddy 07. Unser jüngstes Mitglied wirft eine 6 und landet in Salzburg. Ellie Eberhardt wirft eine 1. Muss die Karte ablegen. Verkaufen weg, 3 Walzen ran. Und Knall am Ball mit einer 6. Tja, Tüter das Ding beendet. Grüß Gott bei Soms. Und da haben wir schon den ersten. Für dieses Jahr. Damit fängt es mit uns an. Ja, das ist ganz gut. Manch einer wäre neidisch drum. Sind bestimmt alle neidisch drum. Da kommt schon der nächste Spieler. Das ist die Killer-Mandy. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Genau so muss es sein, was? Ja, es hat sich verbessert ein bisschen. So, kommen wir jetzt zur Nummer 3. Zu Schnuppe. Ich sehe, das war ganz gut. Vielleicht kann es aber doch noch ein bisschen besser werden. Ein bisschen besser kann es ruhig noch werden, das stimmt. Spieler Nummer 4, bitte. Flui. Gar nicht schlecht. Das ist ja schon fast rekordverdächtig. Nee, unseres ist rekordverdächtig. Das nicht. Nee. Weiter nun mit dem nächsten Spieler. Liddy 07. Uiui, das ist aber nicht so doll. Ich glaube, wir üben noch ein bisschen, wa? Sie ist ja auch noch ganz klein. Brauche noch Mamis Brust. Und weiter geht's mit Nummer 6. Ellie End. Naja, das könnte besser sein. Aber vielleicht wird ja noch was draus. Ja, früher oder später. Ja. So, weiter im Text. Und Knall. Oh, nicht gerade doll.
Sei leider schon bessere gesehen. Knall lust ab. Kommen wir zum Schluss. Zur Tüte. Das soll gut sein? Naja, vielleicht kann man ja doch noch was machen. Da kann man wahrscheinlich nichts mehr retten. Zeig lieber mal das Diagramm, Bob. So, dann wollen wir mal schauen. Ich sehe, das war ganz gut. Vielleicht kann es aber doch noch ein bisschen besser werden. Ja, für die anderen kann es besser werden, weil wir sind ja schon kilometerweit entfernt. Und so wird es wahrscheinlich auch bis zum Ende bleiben. Außer die Welt geht unter. Aber damit starten wir einfach mal ins Jahr 55 direkt weiter. Wir haben keine Karten, die wir nutzen können. Und würfeln fett. Eine 3. 1, 2 und 3. Im Januar gibt es 6000 Geld. Und die Killamenti ist am Ball. Killamenti schnappt sich auch 6000 Geld. Und gibt ab an Schnupe, der jetzt mittlerweile 18 Felder entfernt ist. War gerade eben etwas kürzer. Und dem Belgrad gehört alles der Lady. Flui mit einer 3. 6700. Einnahmen. Lidi mit 23 Feldern und einer riesigen großen fetten 1. Bekommt 3 Walzen, die auch Eliente benutzt. Das passt ja gut. Eine 12. In Neapel gehört aber alles Schnupe. Kann er machen, was er will. Und Knall wird eine 2. Muss eine Karte ablegen. Ein Feld weg, 3 Walzen, ran! Tüte. Mit Dr. Drago. Dann ist der Januar auch schon wieder Geschichte. Zucker. Tja. In der Tabelle bleibt alles unverändert. Wir mit 57 Millionen, Platz 1. Auf Platz 2 Flöhe 89 mit 22,9 Millionen. Und auf Platz 3 die Killamenti mit 22,2 Millionen. Wir starten in den Februar. Würfeln eine 4. 1, 2, 3, 4 und sammeln uns 14.000 Kohle ein. Killamenti, genauso weit weg wie wir. Würfelt aber nur eine. Mickriger 1. Nägel weg. Im Felderrand darf sie sich entscheiden. Hat sie sich entschieden. Und gibt ab. Ein Stube. Der eine 6 würfelt. Und nach Sarajevo reist. Eine 1 für Flowey. Lidi nimmt 3 Walzen. Und würfelt eine 10. Ja, kommt näher ran. Eliente würfelt eine 1. Jetzt wo er schon so nah dran ist. Aber ab Karte hat er bekommt. Bekommt, ja, genau. Scheiß Deutsch. Deswegen bekommen. Eine 9 für Knall. Hupt Florian. Und ist 5 Felder vom Ziel entfernt. Bekommt auch eine Hau-Ab-Karte. Und Tüte würfelt mehr Zucker bei Flori rein. Immer mehr Zucker. Nur rein in den Tank. Damit ist der Februar beendet. Ah ne, doch noch nicht. Da muss er auch noch würfeln, genau. Würfelt eine 6 mit Dr. Drago. Und bekommt 14.000. Und 14.000 nimmt auch Dr. Drago gleich wieder ab. Alles unverändert. Wir sind im März angekommen. Sind noch 13 Felder entfernt. Und würfeln eine 3. Bekommen eine Steuerloskarte. Die kann man dann später irgendwann mal wieder verkaufen. Und Killamenti. Killamenti muss auch eine Karte ablegen. Versicherung weg. Risiko ran. Stube. Würfelt eine 4. Landet bei uns auf dem Feld. Und bekommt auch eine Hau-Ab-Karte. Man kriegt alle die guten Karten. Und wir nicht. Lidi macht Zucker bei Flowey rein. Da kann Flowey dementsprechend auch die nächste Runde aussetzen. Wenn es so weitergeht, kann Flowey die nächsten Jahre gar nicht mehr spielen. Eine 6 für Lidi. In Neapel gehört trotzdem alles Schnupe. Und Eliente ist im Feld entfernt. Würfelt 5. Und im Ozean liegen 27.000 Geld rum. K
Knall nimmt natürlich 5 Felder. Irgendwie konnte ich mir das denken. Und kommt gesund und munter auch in Tunis an. Winkt freundlich und gewinnt natürlich Etappe 206. Hallihallo, diesmal geht's nach Kopenhagen, der Hauptstadt von Dänemark. Was denn? Ihr seid ja immer noch hier. Los geht's! In Kopenhagen. Nach Kopenhagen geht's jetzt. Und Tüte wendet und fährt zurück nach Norden. Verliert natürlich ein bisschen Geld, gewinnt Geld und ach, macht alles falsch. Wir sind dran, sind 29 Felder entfernt und mit einer 4 könnten wir sogar mal shoppen gehen. Sehr gut, das werden wir jetzt nämlich auch tun. So, jetzt können wir erstmal hier Karten blockieren weg und steuerlos weg. Die Karten heben uns einfach mal auf. Wir nehmen auf jeden Fall einmal ein Flugzeug mit und füllen den Rest. Den Rest, das war zweimal, mit Walzen auf. Na toll, Moment, tun wir mal die 3 Felderkarte heben wir mal auf. Wir holen nochmal Walzen. Einfach weil die Walzen sehr schön sind. Killamenti am Zug. 14 Millionen Barvermögen. 22 Felder entfernt. Und jetzt nur noch 17. Schnube. 4. In Sarajevo. Fühlt sich Schnube wahrscheinlich. Schnube. Ja, mit jetzt schon eine W. Schnube. Schnube. Und Lady 07. Am Schnube. Nee, am Zug. Ellie Edgar. Bekommt Geld auf einer kleinen verlassenen Insel. Und Knall. Auch nur 38 Felder. Hat er gerade erst gewonnen. Von daher geschieht's ihm nur recht. Mülltüte. Mit Dr. Drago. Und einer 3. Tüte ist gar nicht mal so weit entfernt. Verliert erstmal 54.000 und nochmal 28.000. Das sind dann irgendwas über 80.000. Verlust. Wir sind 33 Felder entfernt. Nehmen natürlich 5 Walzen. Deswegen haben wir sie gekauft. Eine 17, das ist gut. Das finden wir sehr nett. Komm am rauchenden Schnube vorbei. Zack, zack, zack. Hier ist irgendeiner. Rotes Feld? Nee. Möchten wir nicht. Na, gehen wir nach Wien, genau. Oh, hier kann man zwei was abkaufen. Da würde uns hier in Wien alles gehören. Mach mal. Das ist immer nicht so. So. Unser Imperium wächst. Und die Killamenti mit einer 4 auch. Verliert 58.000. Sie hat wahrscheinlich zu viel auf dem Konto. Und Schnube dran. Schnube sammelt sich dementsprechend wieder 49.000 ein. Der alte Geldsack. Flöhe mit einer 5. In Raum. Und einer 4 für die Lidi. 07. Elfriede. Mit einer 2. 59.000 Verlust. Knall mit 37 Feldern. Ziemlich weit weg. Wir könnten ja mal nach Reykjavik hoch, damit wir dann später mal nach New York kommen. Ich weiß, das sage ich auch schon Ewigkeiten, aber dort gibt es noch Grundstücke für uns, um unser Imperium zu erweitern. So. Wir kriegen 254.000 Meter. So, wir haben die anderen ja fast zusammengerechnet. Mal übertrieben gesagt. 16 Felder bleiben uns. Wir nehmen wieder 5 Walzen. Von einer 21. Ja, vielleicht können wir hier bitte das drehen. Um ein Feld rennen wir jetzt daneben. Ne, Moment, das muss man anders drehen. So. Gibt bestimmt irgendwo was zu wenden. Vielleicht hier. Und 3 Felder. Haben wir nicht sogar noch die 3 Felderkarte? Ich glaube ja. Wir nehmen erstmal 53.000 mit. Die Killamenti hat auf jeden Fall eine 3 Felderkarte. Aber das bringt ihr noch nichts. Sie ist erstmal Dr. Drago losgeworden. Und bekommt 55.000 in den Rachen gesteckt. Schnube.
Florida macht ein Erdbeben. Und für uns erwischt's alles. Und ohne solche richtig teuren Dinge. Das kann nicht wahr sein. Florida 89 wird dann wirklich langsam unsympathisch. In Rom war das. Na, sehr schön. Ja, toll. Und jetzt kauft sich Ellie Ente alles wieder, oder wie? Oh, das kann nicht wahr sein. Er kauft sich echt alles. Die Sau. Das ist ein Verlust, den unser Imperium hinnehmen muss. Ist deprimierend. Gleich Spiel deinstallieren. Und tüte das mal dran. Mit Dr. Drago. Ja, das Spiel ist schon lange deinstalliert. Spielt nur noch als Deko mit. Oje, bin ich mal gespannt. Wir haben nur noch 199.000 Miete. Welch Untergang. Wir sind nicht mehr bei 57 Millionen Bar. Wir haben nur noch 51 Millionen. Ich glaube, es geht bergab. Und Ellie Ente ist gleich auf Platz 4. Und jetzt ist noch Unwetter. Ah, trifft aber keine Stadt. Zum Glück. Tja, das ist schon nicht ohne. Haben wir die drei Pferdekarte noch? Ja, sehr schön. So, dann rocken wir den Laden jetzt. Und heizen nach Kopenhagen, freuen uns mit einem aufgesetzten Lächeln und gewinnen Etappe 207. Hier kann man nichts kaufen. Das gehört ja schon fast alles. Da oben, ein kleiner Laden. Na gut, nee, müssen wir nicht haben. Einen wunderschönen guten Tag. Auf geht's nach Stockholm, der Hauptstadt von Schweden. Los, 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 worauf wartet ihr? Ab geht's! Das klingt nicht schlecht. Schweden ist gar nicht so weit entfernt von uns. Da können wir die ganze Misere wieder gut machen, die uns Flöhn89 soeben zugefügt hat. Tschüss für sich selber. Macht Schnupe. Fliegt nach oben, Richtung Moskau. Na gut, Luftlinie könnte es passen. Und Flöhi am Ball. Als Belohnung hat sie Dr. Drago. Jetzt nicht mehr. Und gewinnt auch noch 59.000. Die Sau. Und die 07. Mit einer 3. Fährt über die Grenze. Grinst den Pförtner an. Und Ellie Ente auch noch 40 Schwerter. Bekommt eine Weihnachtskarte. Und das im Juli. Wunderbar. Knall nimmt Hau-Ab-Karte. Und Tüte. Auch noch 40 Felder. Tja, jetzt haben wir Dr. Drago in der Backe. Das ist echt sehr nett. Irgendwie ist gerade der Wurm drin. Wir brauchen noch 12 Felder. Nehmen 5 Walzen. Würfel eine 21. Na, wunderbar. Gucken, wo Stockholm jetzt genau ist. Ach, das ist die Nische hier oben. Also Moment, da müssen wir ein bisschen betricksen. Da können wir die Felder ja wieder runterspielen. Ja, und es hat super funktioniert. Und damit gewinnen wir auch diese Etappe. Mit zwei ineinander. Unser Grinsen wird breiter. Denn beim Sieg von Etappe 208 macht man nichts verkehrt. Hier gehört Ellie Ente ein. Ne, Quatsch, Tüte alles. Wollen wir nicht haben. Ja, hallihallo Leute. Und ab geht's, Leute. Diesmal nach Vaduz, der Hauptstadt von Liechtenstein. Worauf wartet ihr noch? Start! Frei. Ja, Liechtenstein hat jetzt keinen Flughafen, zumindest nicht in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob die in Wirklichkeit einen haben, aber ich glaube, wenn die so einen Flughafen hätten, der wäre ganz Liechtenstein ausgefüllt. Deswegen, ich denke nicht. Schnupe. Schnupe ist ja wirklich irgendwo da oben in Russland, in Moskau. Ist es selber. Und Flori mit einer 4. Jetzt haben wir natürlich keine 5 Felderkarte mehr. Jetzt müssen wir uns von da oben irgendwie runterprügeln. Denn sollte jetzt jemand gewinnen, könnte es schlecht für uns aussehen. Aber Ellie Ente wird es nicht werden, der hat nämlich schon 20 Felder vor sich. Obwohl sie eigentlich die Ellie Ente heißt. Und Knall. Mit Dr. Drago. Hat jetzt an die Ellie Ente abgegeben. Und Tüte. 20 Felder. Im hohen Norden, so wie wir. So, hier ist alles wieder beim Alten. Tja, so sieht's aus. Flugzeug, wie gesagt, nach Vaduz hat keinen Sinn. Eine 4 bei uns. Schon eher.
Die Versicherung. Mhm. Killamandy mit einer 3. Im September. Verliert aber trotzdem 61.000 und gibt ab an Schnupper. Eine Einfeldkarte für Schnupper. Flöhe waren 14 Felder. Jetzt noch 10. Lidi auch nur noch 10. Würfelt aber nur eine 1. Sie möchte wohl nicht gewinnen. Ellie Engelbert Ente mit einer 3. Wird Dr. Drago los und sogar noch 45.000 Geld reicher. Knall am Ball mit 51.000 Gewinn. Tüte mit einer 5. So. Alles unverändert, bis auf Platz 3. Ellie Ente hat es geschafft, die Killer Mandy zu überholen und ist jetzt neu auf Platz 3. Herzlich willkommen. So, okay. Wir haben noch 25 Felder vor uns. Würfeln eine 1 und ziehen erneut eine Karte. Schlafen. Killer Mandy mit nur noch 14 Feldern entfernt. Kommt dem Ziel immer näher und landet in Pressburg. Schnüber. Flohi. 1, 2, 3 und 4. Pressburg. Die Lidi ist gleich da. Bauen wir dann noch eine 5. In München gibt's nichts. Da gehört alles Flohi. Ellie Ende mit dem Drago. Fahren nach Budapest. Kauft sich gerne mal einen neuen Zeppelin für 37.000. Das scheint so ein Sparmodell zu sein. Knall. Da gehört uns alles in Wien. Tüte mit einer 5. Wir kommen von da oben irgendwie jetzt gerade nicht weg. Deswegen werden wir wahrscheinlich das Problem haben, Dr. Drago zu bekommen. Also wir würfeln jetzt eine richtig fette 3. Schon wieder eine 1. Das ist echt deprimierend. Und Killer Mandy mit einer 8. Also würfelt eine 3 und braucht nur 8 Felder so rum. Stube. 14 Felder bis zum Ziel. 73.000 und Floy am Zug. Würfelt die 4. Und verliert 75.000 dennoch. Lidi 07 macht Punch. Irgendeiner ist durch die Luft geflogen. Und Ellie Ente würfelt die 5. Nimmt Dr. Drago mit, gibt ihn einen Knall und landet ebenfalls in München. Knall. Warte, warte. Aber alle sind jetzt ziemlich nah dran. Also mich würde es nicht wundern, wenn im Dezember jemand diese Etappe gewinnt. Außer wir natürlich. Wir freuen uns dann mit Dr. Drago, um die Häuser zu ziehen. Aber erstmal geht's in den Dezember. Haben wir irgendeine tolle Karte? Nee. Würfeln. Eine 6. Da können wir andersrum auf Lina ins Feld ausprobieren. Nee, nicht ganz. Reicht leider nicht. Ist aber nicht schlimm. Wir reisen lieber nicht nach Kopenhagen. Lieber auf dem Geldfeld. Mit 16.000. Killer Mandy. 9 Felder bis zum Ziel. Eine 2. Gehört uns alles. Schnurbe auch nur noch 9 Felder bis zum Ziel. Zieht aber 2 Walzen. Und Floy nimmt die 4 Felderkarte. Und wie versprochen, gewinnt sie auch die Etappe. Winkt in Vaduz. Und gewinnt Etappe 209. Einen wunderschönen guten Tag. Los, Leute, diesmal jetzt nach Rom, der Hauptstadt von Italien. Los, 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 worauf wartet ihr? Ab geht's! Das ist natürlich perfekt, wenn es jetzt nach Rom geht. Da können wir unsere ganzen Gebäude wiederholen. Und wir haben ein Flugzeug, was auch nach Rom fliegt. Weihnachten macht Ellie Ente. Selbstverständlich.
und knall am Ball. 3. Cheater. Mit einer 4. Schließe das Jahr und die Folge ab. Hallihallihallihallo. So, dann wollen wir mal schauen. Mit uns geht's wie immer los. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Genau so muss es sein, was? Genau, nur mit 54 Millionen darf das gut sein, das stimmt. Und der nächste bitte. Die Killer-Mandy. Ich sehe, das war ganz gut. Vielleicht kann es aber doch noch ein bisschen besser werden. Ja, es gibt sich ja doch Mühe. Jetzt bin ich aber auf den dritten gespannt. Auf Schnuppe. Das wird aber nix auf Dauer. Streng dich doch mal ein bisschen an, ey. Aber so weit weg von Killer-Mandy ist Schnuppe nicht. Ja, und wer kommt jetzt? Ja, jetzt kommt Fury. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da kann noch was draus werden. Ja, es wird langsam wirklich. Weiter nun mit dem nächsten Spieler. Für Lilly 07. Naja, das könnte besser sein. Aber vielleicht wird ja noch was draus. Ja, vielleicht. Und dann war da noch Spieler Nummer 6. Ellie Edgar. Hehe, das ist nicht schlecht. Sehen wir hier etwa schon den Sieger? Nee, das machen wir. So, weiter im Text. Stein. Das soll gut sein? Naja, vielleicht kann man ja doch noch was machen. Früher oder später vielleicht, ja. Und last not least, wie der Engländer mal so schön sagt, Nummer 8. Tüte. Also, da war schon mal jemand besser. Aber vielleicht dennoch am Ball bleiben, hm? Übung macht den Meister. Mach's Diagramm her, Bobby. So, dann wollen wir mal schauen. Brown. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Genau so muss es sein, was? Naja, wir haben jetzt einen kleinen Knick gekriegt, auch den hatten wir hier auch schon und wir haben uns wieder erholt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir im Jahr 56 wieder zu großer und neuer Stärke kommen. Da wir dann wahrscheinlich nach Rom fliegen werden und unser ganzes Zeug wiederholen werden, auch wenn es erstmal was kostet, bin ich guter Dinge. Also bis dahin, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Euer Jakob, 85. Fortsetzung der durchgeknallten Knalltüten folgt, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Bitte warten. Und so.